Hallo liebe Leute und herzlich willkommen bei Notfallmedizin. Hi, ich bin Martin, das ist Philipp, wir sind beide Ärzte, die in der Notfallmedizin tätig sind und genau zu diesem Thema machen wir das ein oder andere Video für Fachpersonal. Heute geht es wieder zum Thema Reanimation, ein sehr dramatisches Notfallbild, wo wir schon ein paar Aspekte beleuchtet haben. Wir verlinken euch die Videos zum Advanced Life Support und auch zu den reversiblen Ursachen. Aber heute geht es um einen ganz speziellen Aspekt, nämlich das Aspekt Team. Philipp, wenn ich über Team nachdenke bei Reanimation, dann denke ich mir, dass häufig ich das Gefühl habe, dass das Team, die Team-Performance, das Outcome einer Reanimation fast mehr verändert als jetzt der ein oder andere Skill oder ob man jetzt da eine Minute früher oder später intubiert oder was auch immer. Also ich habe das Gefühl, dass Team mega wichtig ist, aber gleichzeitig kann ich das nicht so richtig fassen. Ja, also ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt. Als allererstes beim Teamgedanken muss man mal an sich selber denken. Bin ich selber ein gutes Teammitglied? Kann ich ein gutes Teammitglied sein? Dafür muss ich die richtigen Voraussetzungen mitbringen. Und da fängt es auch schon an. Reanimation kann man super in mehrtägigen Kursen lernen. Von verschiedenen Anbietern gibt es die. Aber das sollte man unbedingt machen, denn eine Reanimation sollte Notfallmediziner und Notfallmedizinerinnen nicht aus dem Konzept bringen. Das ist eine Standardsituation. Also Martin, ich glaube, wir müssen auch demnächst mal wieder unseren Kurs buchen. Den sollten wir einfach regelmäßig machen. Das stimmt, das machen wir. Punkt. Ja, also nächstes Problem beim Team ist die Kommunikation. Okay. Ja, ein Team kann nur dann gut funktionieren, wenn die eine Hand auch weiß, was die andere macht. Das heißt, Kommunikation sollte klar und deutlich sein. Man sollte die Person, die man anspricht, auch möglichst namentlich benennen. Und man sollte sehr klar und deutlich die Anweisung geben, nicht irgendwie diffus, reich mir mal einen Tubus, sondern am besten oder zieh die Reanimationsmedikamente auf, ja, ich auch immer das Land. Genau. Und der Angesprochene sollte dann aber auch gleichzeitig eben nochmal kurz feedbacken, das nennt man Closed Loop Communication, dass er mich verstanden hat. Also ich sage jetzt, Martin, zieh mir bitte 1 Milligramm Adrenalin auf 10 Milliliter auf und dann sagst du, dann jo, kommt. Hoffentlich nicht, sondern 1 Milligramm auf 10 Milliliter Adrenalin sind aufgezogen, bitteschön. Ja, okay. Das heißt, Krisenkommunikation müssen wir gut machen. Richtig. Was sind sonst noch so Fehler oder Probleme, die dir manchmal auffallen? Das ist, dass ich Dinge annehme, aber nicht verifiziere. Zum Beispiel, ziehen wir mal die Reanimationsmedikamente auf. Ich gehe davon aus, der Martin, der weiß schon, was Reanimationsmedikamente sind. In Wirklichkeit denkt er aber an was ganz anderes als ich gerade. Das heißt, das sollte man möglichst spezifizieren. Oder auch wenn ich jetzt sage, schließ mal die Beatmung an. Ja, keine Ahnung, es kann der Beutel sein, es kann das Gerät sein. Ne? Also da einfach sehr, sehr klar kommunizieren und auch Dinge verifizieren, wenn man sich unsicher ist. Also ruhig auch nochmal abhören, wenn zum Beispiel jemand anders intubiert hat. Einfach nicht so viel Vermutungen anstellen in so einer stressigen Situation. Was ich mal erlebt habe, als da war ich noch ganz früh in der Ausbildung als Rettungssanitäter in Österreich, da hatten wir mal einen Notarzt, der bei Reanimationen immer fast die ganze Zeit geredet hat. Und am Anfang fand ich das total komisch. Ne? Der hat die ganze Zeit eigentlich nur vor sich hingeredet. Nicht ganz, aber ja, okay, wir sind jetzt im ersten Zyklus, wir haben jetzt gerade 1 Milligramm Adrenalin gegeben, wir bereiten jetzt das und das vor und weiter und weiter und weiter und weiter. Aber in Wirklichkeit waren das die Reanimationen, die richtig gut gelaufen sind, weil ich immer gewusst habe, wo ich stehe. Und sonst, gerade wenn man jetzt Drücker ist zum Beispiel oder jemand, der extra Equipment aus dem Auto holt und dann kommt man nach 3 Minuten wieder, hat man überhaupt keine Ahnung, wo man im Algorithmus ist. Und ich finde, das ist auch was die Teamleader möglichst gut machen sollten. Oder von mir ist auch jemand extra, mir wurscht. Aber einer, der die Algorithmen, den Algorithmus durchzählt, der sagt, wie viel Milligramm Adrenalin, wir sind jetzt im 7. Zyklus, wir haben jetzt 3 Milligramm Adrenalin, jetzt kommt der 3. Schock. Danach kann es sein, dass wir Amiodaron brauchen, dass man das schon mal die Leute so ein bisschen erstens abholt, was passiert ist und auch für was vielleicht kommt. Genau, und, super Punkt, ne? Das gibt ja dieses 10-for-10, das lernt heute, glaube ich, jeder, dass man 10 Sekunden Zeit sich nimmt, um die nächsten 10 Minuten zu planen. Das sollte man immer dann machen, wenn situative Änderungen eintreten oder strategische Änderungen. Was meine ich damit? Die Reanimation zum Beispiel hat Versorgungsphasen, auf die gehen wir gleich ein, aber auch die Einsatzstrategie hat Phasen, also wenn ich zum Beispiel jetzt den Patienten zum RTW hinbringe oder den Transport beginne, dass ich mir dann immer noch mal ganz kurz Zeit nehme und ganz kurz noch mal die nächsten wichtigsten Schritte eben fürs Team zusammenfasse. Mhm. Du hast jetzt als eine schon ganz gute Überleitung gemacht, die verschiedenen Phasen. Wir hatten ja schon vorher mal angesprochen, wir teilen das für uns in so
drei verschiedene Phasen ein. Ne? Wir hatten so diese Chaosphase ganz am Anfang, quasi Entscheidung, Reanimation, Ultra-Basic-Maßnahmen, dann so die Startphase, wo so die Basics des ACLS laufen, Atemweg, Zugang, Defibrillation, Beatmung und so weiter. Und dann so die Behandlungsphase, also da geht es in die reversiblen Ursachen. Hast du jeweils zu diesen Sachen Teamaspekte, die wichtig sind? Ja, also erstmal so ein Glück. Einstieg in die Reanimation, die Chaosphase. Ne? Ich mache euch ein Beispiel, das noch gar nicht so lange her ist. Man steht da rum, Patient ist da und plötzlich guckt man auf den Monitor und sieht da eine Torsade. Ne? Dann kann man flattern. Und dann geht es mir zumindest so, ich schaue da drauf, ich denke mir, ach, das ist doch Artefakt. Patient ist noch normal. Ist doch Artefakt. Und dann dauert es ungefähr so eine halbe Sekunde bis Sekunde, je nach Tageszeit und Kondition von mir, dass ich erkenne, nee, ist kein Artefakt, ist ein Stillstand. Ne? So, das heißt, das geht allen Leuten im Team so und der Erfahrenste wird dann normalerweise immer fragend angeschaut. Einfach einmal klar sagen, Reanimationssituation, beginnt das Drücken bitte. Okay. So, jetzt beginnt die Chaosphase, ja, weil plötzlich ist eine Reanimation da. In dieser Chaosphase muss man ganz kurz die BLS-Maßnahmen, also drücken, schnellstmöglich Defi anschließen, Rhythmuskontrolle und dann vielleicht Beutel-Maskenbeatmung oder irgendeine Form der Beatmung mal organisieren. Wie mache ich das? Indem ich genau diese Punkte ganz strikt einmal anspreche. Und ich versuche es im Team dann meistens, weil da ist immer eine wilde Situation. Entweder ich kenne alle Namen oder ich kenne sie nicht. Dann versuche ich immer, einem Teammitglied auf die Schulter zu klopfen und sage, bitte kümmere du dich jetzt um die Thoraxkompression. Fass wir den Nächsten an, dann wissen immer alle, wer gemeint ist und ich kann mir Namen nicht merken. Das ist eine super Sache. Chaosphase. Okay. Wenn du jetzt zu einer Reanimation dazukommst, wo sagen wir, die Chaosphase jetzt gerade zum Ende ist oder sagen wir, du kommst jetzt als Notarzt und da ist es ein RTW-Team, die zu zweit oder zu dritt jetzt gerade schon eine Reanimation, die ersten Maßnahmen getroffen haben. Wie gehst du da rein? Das ist ja auch irgendwie so deine persönliche Chaosphase, oder? Man kommt da rein und irgendwie strukturiert sich alles plötzlich neu. Genau, also ich versuche immer, wenn ich in eine Situation reinkomme, übrigens, ich versuche es, ich schaffe es in der Praxis nicht immer, reinzukommen und mich ganz, ganz kurz vorzustellen. Hallo, ich bin der Philipp Gotthard, ich bin als Notarzt hier. Wie kann ich helfen? Und was super wäre, wenn ihr schon vor Ort seid, wenn derjenige, der aktuell das Teamleading übernimmt, sich auch ganz, ganz kurz vorstellt. Denn ich weiß ja nicht, ist jetzt der Älteste im Team vielleicht der Praktikant, der Späteinsteiger ist, ja, oder ist es doch der Teamleader? Das heißt, einmal ganz kurz identifiziert euch, sagt, hallo, ich bin der Michael, Notfallsanitäter, ich leite hier gerade die Reanimation. Und dann spricht mal einmal ganz, ganz kurz an, sagt, eine minimale Übergabe, wichtigsten Eckpunkte, also Reanimation, keine Laienreanimation, unbeobachteter Kreislaufstillstand, Initialrhythmus, Kammerflimmern, jetzt einmal gegeben, Adrenalin, einmal geschockt, zum Beispiel. Weiß ich nicht, es war jetzt unstrukturiert, aber ungefähr so die wichtigsten Eckpunkte eben eine kurze Punkte übergeben. Genau. Das ist ganz wichtig. Und dann kommt man auch relativ schnell aus dieser Chaosphase nämlich raus. Ein gutes Team sollte für die Chaosphase eigentlich nur 10, 20 Sekunden oder so brauchen und dann ist man eigentlich schon im Modus drin und kommt dann nämlich in die nächste Phase. Die Startphase. Die Startphase, warum? Oder quasi, wo ACLS so anläuft, ne? Genau. Wir haben uns beide so ein bisschen überlegt, nennen wir die ACLS-Phase? Nee, machen wir nicht. Sondern es ist die Startphase, wo man eben die advanceden Maßnahmen etabliert. Das heißt, Chaosphase ist, man macht BLS und macht mal eine Rhythmuskontrolle und dann nächste Phase ist, man kümmert sich um den Atemweg, wie auch immer, haben wir ein Video zugemacht. Man kümmert sich um den Medikamentenzugang, man kümmert sich um die Medikamentengabe und sorgt dafür, dass das, was man eben in so einem Reanimationskurs lernt, auch läuft. Okay. Was muss man da vom Team her beachten? Also abseits von Kommunikation oder wie machst du das mit dem Teamleading? Das würde mich jetzt interessieren. Ja, also ich versuche. Es gibt zwei Situationen. Entweder ich komme als Notarzt dazu und das ACLS-Schema läuft schon perfekt durch. Ja? Okay. Da macht es auch keinen Sinn, da jetzt sich irgendwie dazwischen zu drängen, sondern kann man das Ganze auch erstmal von außen beobachten, vielleicht Hilfe anbieten oder aktuelle Probleme lösen. Oder wenn ich jetzt selber als Teamleader primär mit dabei bin, dann versuche ich diese ACLS-Phase einmal zu etablieren und versuche dann aber möglichst schnell Cognitive Offloading zu betreiben für mich. Jetzt bin ich gespannt, was meinst du damit? Damit meine ich die ACLS-Maßnahmen.
Die sind ja jetzt keine intrinsische ärztliche Aufgabe, die muss nicht ich persönlich machen, sondern die muss einer machen, der gut in Reanimation geschult ist. Und dem versuche ich dann diese Maßnahmen einfach zu übergeben, zu sagen, hör mal zu, Andrea, bitte kümmere dich jetzt mal darum, dass die, oder kannst du die Reanimation so weiterleiten? Ich weiß, du kannst das gut, traust du dir das zu? Dann sagt sie, ja, traue ich mir zu. Da kommuniziere ich das ans Team, sage, Andrea kümmert sich jetzt darum, dass ACLS läuft, denn ich werde jetzt die nächsten Schritte einleiten. Und die nächsten Schritte sind ja dann auch ganz wichtig und für mich eigentlich als Arzt mit am schwierigsten, denn ich muss erstens Informationen über den Patienten eruieren. Ja, das muss nicht unbedingt der Arzt machen, das kann auch vielleicht zum Beispiel der Netfahrer machen, dass man schon mal Medikamentenplan, vorherige Arztbriefe oder so etwas besorgt oder in der Klinik. Kann man das auch gut delegieren, dass man einem System nachschaut. Ich muss vielleicht andere Ressourcen aktivieren, zum Beispiel das Koro-Team anrufen oder irgendwelche anderen Vorbereitungen eben treffen, die sinnvoll sind. Aber vor allen Dingen muss ich mich auch um die H's und die T's kümmern. Das heißt, irgendeiner muss jetzt schauen, Ultraschall machen, Diagnostik vielleicht vervollständigen. Und da ist es eben super, wenn ich selber meinen Kopf dafür frei habe und mich darauf konzentrieren kann und das ACLS-Management eben von jemand anderem gemacht wird. Manchmal geht das nicht, da muss man so ein bisschen beide Rollen übernehmen, aber dann versuche ich zumindest einen Supporter zu finden, der mich dabei unterstützt, eben für mich alle wichtigen Informationen zusammenzusammeln oder die Diagnostik eben vorzubereiten. Was ich aber auf keinen Fall machen möchte, ist, dass ich die ganze Zeit starr am Kopf sitze mit meinem Beutel in der Hand und eben von da aus das Team leite, weil da habe ich wenig Handlungsmöglichkeiten. Diese Rolle kann man meistens abgeben. Okay, Philipp, also zusammengefasst, wie eigentlich bei allen Notfallsituationen, ist die Kommunikation halt super wichtig. Es ist gut, wenn wir wissen, wer wir sind, wer die anderen sind und welche Rollen wer hat. Das ist, glaube ich, klar. Das ist nicht nur bei der Reanimation, sondern bei allen anderen, vor allem zeitkritischen Notfällen, super wichtig. Aber speziell für die Reanimation kann man ja nochmal diese verschiedenen Phasen irgendwie unterteilen. Wir haben gesagt, in der Chaosphase, also ganz am Anfang, möglichst klar diese wenigen, aber super wichtigen Aufgaben verteilen, dass das einfach mal läuft. In der ACLS-Phase, jetzt habe ich es wieder falsch genannt, ja, in der Startphase, würden wir versuchen, dass das ACLS möglichst gut etabliert ist. Auch da macht es natürlich Sinn, wenn wir später dazukommen, läuft das vielleicht schon gut und wir müssen uns gar nicht mehr großartig einmischen oder können wir da irgendwie unterstützen und müssen da gar nicht groß übernehmen. Und auch, und das finde ich sehr spannend, können wir das Teamleading, dieses ACLS, ja, können wir das abgeben an irgendjemanden, ob das jetzt ein anderer Arzt oder Ärztin ist, ob das jemand von der Pflege ist, ob das jemand vom Rettungsdienst ist, Notfallsani zum Beispiel. Da gibt es Leute, die haben meistens deutlich mehr Reanimationskurse in größerer Häufigkeit als wir absolviert und können das wahrscheinlich noch mit viel mehr Konsequenz als wir machen, sodass wir uns um ein paar andere Aspekte kümmern können, zum Beispiel um die Ultraschalluntersuchung oder um die H's und die T's, die nochmal strukturiert durchzugehen. Das macht tatsächlich, glaube ich, wirklich Sinn. Also Team super wichtig, Training super wichtig, Kurse machen super wichtig und machen sich auch bald mal wieder. Ja, und sich als Team auch darauf vorbereiten, denn es gibt ja Ad-Hoc-Teams, die kann man schlecht im Vorfeld irgendwie trainieren, weil die lernen sich erst kennen in der Situation, aber es gibt auch trotzdem feste Teams, zum Beispiel im Schockraum, und da hilft es nichts, da müssen wir uns gemeinsam vorher abstimmen, denn dann kann man eine ganze Menge Fragen einfach im Vorfeld lösen und ich finde, das macht man einfach in der Realität zu selten, weil alle dann sagen, ja, ich bin doch erfahren, ich brauche mich doch jetzt hier nicht mit Reanimation zu beschäftigen und so, das machen wir doch schon seit 20 Jahren und das ist Quatsch. Da muss man sich auch selber immer wieder an die eigene Nase fassen, dass man auch solche Standardsituationen einfach üben muss und Reanimation sollte Standard sein. Ja, ein richtig gutes Schlusswort. Philipp, vielen Dank. Was mich interessiert ist, wie geht es euch damit? Habt ihr Erfahrung gerade zum Beispiel mit diesem Wechsel der Teamleader-Rolle? Gute, schlechte Erfahrungen? Wie ist da euer Horizont? Da bin ich echt gespannt drauf. Philipp, ich würde sagen, wir beenden es hier und freuen uns auf die nächsten Reha-Videos und auf die Diskussionen. Und teilen und liken, das habe ich lange nicht mehr gesagt. Stimmt, ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao.